Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Alova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Liebe Schüler in der Terminalklasse, guten Tag. Ich bin Herr Elanger Philipp Rogwig. Ich bin Ihr Deutschlehrer und Ihr Tutor. Okay, eine Frage. Wie geht es Ihnen heute? Machen Sie einfach ein Zeichen mit dem Finger. Gut? Nicht so gut? Oder nicht gut? Ja, es geht Ihnen gut, es geht mir auch gut, okay? Und wenn es uns gut geht, sollen wir nie vergessen, dem ewigen Gott Danke zu sagen, okay? Also, vor einigen Tagen haben wir das Thema Entwicklungsprobleme eingeführt. Wir haben das erste Unterthema schon bearbeitet. Das erste Unterthema war Entwicklungshilfe. Bei der Bearbeitung dieses Unterthemas sind wir zum Schluss gekommen, dass die Entwicklungshilfe ihre Ziele in Afrika nicht erreicht hat. Es gibt noch viele Probleme in Afrika. Okay? Aus diesem Grund ist es dringend, dass wir an andere Strategien denken. Okay? Also das ist das Unterthema dieser Unterrichtssequenz, nämlich Entwicklungsstrategien in den Entwicklungsländern. Sehr interessant, okay? Für uns Afrikaner. Welche Strategien können wir entwickeln, um die Lebensbedingungen von Afrikanern zu verbessern? Das ist ja die Hauptfrage von dieser Unterrichtssequenz, okay? Welche Ziele wollen wir mit diesem Unterthema erreichen? Das Hauptlernziel ist, am Ende können Sie Lösungsvorschläge zu Entwicklungsproblemen machen. Okay? Jetzt, wie werden wir dieses Unterthema bearbeiten? Zunächst einmal werden wir einen Text lesen, einen sehr interessanten Text lesen, und wir werden danach Redemittel lernen. Diese Redemittel werden uns ja helfen, am Ende, wie letztes Mal, einen schriftlichen Ausdruck produzieren zu können. Okay? Gibt es Fragen? Okay. Wenn es keine Fragen gibt, ja, für den heutigen Unterricht, wie werden wir verfahren? Wir beginnen mit der Aktivierung der Vorkenntnisse. Wir wollen unsere Vorkenntnisse aktivieren mit Hilfe von Bildern, sehr schönen Bildern. Okay? Danach werden wir einen Text lesen und wir werden ja eine Methode lernen, wie man schwierige Vokabeln in einem Text erschließen kann. Wir werden auch lernen, wie man einen Text liest und wie man auf Fragen antwortet. Und am Ende werden wir ja eine praktische Übung machen und wir werden ja die Übung am Ende korrigieren. Okay? Jetzt, ohne Zeit zu verlieren, fangen wir mit der ersten Aktivität an. Das ist die Bildbeschreibung. Aber
jetzt. Das ist eine kleine Übung. Wir haben vier Bilder. Das sind ja die vier Bilder. Und wir haben vier Entwicklungsprobleme. Diese Entwicklungsprobleme sind: eins, wir haben die Hungersnot, Straßenkinder, der Bürgerkrieg und die Korruption. Welches Entwicklungsproblem passt zu welchem Bild? Das ist die erste Übung. Welches Entwicklungsproblem passt zu welchem Bild? Dann haben wir Bild 1, Bild 2, Bild 3 und Bild 4. So, das sind ja unsere Bilder. Welches Entwicklungsproblem passt zu welchem Bild? Okay? Ja, das ist das erste Bild. Welches Entwicklungsproblem passt zu diesem Bild? Ja. Genau, das ist die Hungersnot. Sehr gut. Die Hungersnot. Sehr gut. Okay? Dann haben wir das zweite Bild hier. Welches Entwicklungsproblem passt zu diesem Bild? Wir haben ja dieses Bild. Ist das Bürgerkrieg? Ist das Korruption? Oder Straßenkinder? Sehr gut. Das ist Korruption. Wir haben hier das Geld. Korruption. Sehr gut. Die Korruption. Ein Synonym von Korruption. Synonym von Korruption. Genau, das ist die Bestechung. Sehr gut. Die Bestechung. Okay, weiter. Bild 3. Hier. Bild 3. Welches Entwicklungsproblem passt zu diesem Bild? Genau, das ist der Bürgerkrieg. Wir haben hier zum Beispiel Waffen, okay? Das ist der Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg, okay? Und am Ende haben wir dieses Bild, ja, welches Entwicklungsproblem passt zu diesem Bild? Ja, genau, natürlich. Das ist das letzte Bild, ja, die Straßenkinder. Wir haben hier zwei Kinder, die auf der Straße schlafen. Ja, das ist wirklich traurig. Die Straßenkinder. Okay, liebe Schüler, wie Sie bemerken, ja, diese Bilder sind Bilder aus Afrika. Okay, wir haben hier die Hungersnot, wir haben die Korruption, wir haben den Bürgerkrieg und wir haben die Straßenkinder. Das sind ja Probleme in Afrika. Das bedeutet, wie schon gesagt, die Entwicklungshilfe hat ihre Ziele nicht in Afrika nicht erreicht. Okay? Es gibt noch viele Probleme, unter anderem diese Probleme, die wir genannt haben. Okay? Jetzt, deshalb ist es jetzt gerichtet, ja, an andere Strategien zu denken. Okay? So werden wir direkt, ja, einen Text lesen. Einen sehr interessanten Text. Bitte nehmen Sie Ihre Bücher auf Seite 24. Der Titel ist Auf der Suche
nach eigenständiger Entwicklung. Ja, Bücher auf Seite 24. Ihr und wir 4 plus. Ja, 4 plus, ja. Okay? Also wir werden ja einen Text lesen und das Hauptziel ist, den Text selektiv lesen. Wir werden lernen, wie man einen Text selektiv liest. Den Text selektiv lesen, um Fragen zum Leseverstehen zu beantworten. Sehr gut, okay? Das ist das Hauptlernziel, okay? Jetzt, wie letztes Mal, ich habe Ihnen letztes Mal gesagt, wenn wir einen Text lesen sollen, sollen wir immer mit dem Titel anfangen. Okay? Was ist der Titel? Der Titel ist, genau, Text auf der Suche nach eigenständiger Entwicklung. Auf der Suche nach eigenständiger Entwicklung. Sehr interessant. Wir haben, das ist ja ein langer Titel. Jetzt, in diesem Titel gibt es Wörter, die Sie nicht verstehen. Oder gibt es Wörter, die Ihnen neu sind? Wir wollen den Titel erklären und auch Texthypothesen machen. Okay? Ja, das Wort, das Ihnen neu ist, ist, ja, genau, das ist eigenständige. Eigenständige, sehr gut. Ja. Eigenständige. Ist eigenständige ein Nomen? Ein Verb oder ein Adjektiv? Ja? Genau. Eigenständiger ist ein Adjektiv. Okay? Und jetzt, wenn wir einen Wort erschließen wollen, okay, die Bedeutung kennen wollen, ist es manchmal ja sehr wichtig, das Wort zu zerlegen. Okay? Also, eigenständiger. Wir können ja, wir haben zunächst einmal, genau, eigen und dann ständig, okay? Synonym von eigenständig, eigen, das ist mir eigen, okay? Und ständig, eigenständig, synonym, genau, eigenständig, synonym, das ist autonom, sehr gut. Eigenständig, Synonym, autonom. Autonom, unabhängig. Eine Frage, Ihrer Meinung nach, wer wollen sich autonom entwickeln? Wer? Sehr gut, die Afrikaner. Wir haben es satt, immer auf die Hilfe von anderen ja zu zahlen. Wir sollen jetzt unsere eigenen Strategien entwickeln, okay, um diese Probleme zu lösen. Okay? Jetzt, dann können wir auch Texthypothesen formulieren. Dann haben wir zum Beispiel Texthypothesen. Texthypothesen. Wir haben zum Beispiel 1. Wir formulieren ja 3 Hypothesen. Ja. Der Text. Es geht um die Vorteile der Entwicklungshilfe. Der Entwicklungshilfe. Okay? 2. Es geht um die Probleme, der Entwicklungshilfe in Afrika. Okay, Hypothese 3, es geht um die Lösung
von Entwicklung, Entwicklungsproblemen. Okay, das sind drei Hypothesen, die wir formulieren, bevor wir den Text lesen. Drei Hypothesen. Und nur am Ende der Lektüre, werden wir also diese Hypothesen entweder bestätigen oder einfach hervorheben. Okay? Weiter, also wir fangen ja mit der Lektüre an. Okay? Weltwoche, das ist ein Interview. Und letztes Mal haben wir gelernt, wie man ein Interview schreibt. Eine Person stellt die Fragen und, oder eine oder mehrere Personen stellen die Fragen und eine Person antwortet auf diese Fragen. Okay? Jetzt, wir lesen den Text. Weltwoche. Afrika, bitte, Weltwoche. Was ist falsch an der Entwicklungshilfe? Moyo, als Anfang der 60er Jahre die Entwicklung startete, waren ihre Ziele, das Wirtschaftswachstum zu steigern und die Armut zu reduzieren. Doch alle Programme haben versagt. In den vergangenen 50 Jahren sind mehr als 2 Billionen Dollar Hilfe von den Reichen an die armen Länder geflossen. Dennoch steht Afrika heute schlechter als vor 50 Jahren. Lebten damals nur 10% der Einwohner unter der Einkommensgrenze von 2 Dollar, so sind heute 70%. Die Frage, warum diese Länder nicht weiter sind, trotz der jahrzehntelangen Entwicklungshilfe, die Antwort ist wegen ihr. Entwicklungshilfe produziert Inflation, Schulden, Bürokratie und Korruption. In ein solches Land wollen die Unternehmer nicht investieren und dort Jobs schaffen. Machen sie ein Land abhängig von Hilfe, dann nehmen sie die Karotte weg und den Prügel. Niemand wird bestraft, wenn er nicht innovativ ist, denn die Hilfe fließt trotzdem. Und niemand wird belohnt, wenn er sich anstrengt. Text aus Ihr und Wir plus 4, Seite 24. Okay? Jetzt wollen wir also immer, Sie sollen den Text 2 oder 3-mal lesen. Okay? Und ich habe Ihnen gesagt, es gibt eine Methode, um neue Vokabel im Text ja zu erklären, okay? Oder zu verstehen. Zunächst einmal, in einem Text können wir schwierige Wörter haben, okay? Und die Bedeutung von diesen Wörtern, kann man ihnen in der Worterklärung geben. 1. 2. Sie können das Wort segmentieren. Und Sie können ja die Bedeutung des Wortes ja finden. Okay? Und 3, ein Wort hat immer eine Bedeutung in einem bestimmten Kontext. Okay? Das bedeutet, je nach dem Kontext können Sie die Bedeutung des Wortes ja finden oder kennen. Okay? Jetzt, lese verstehen. Lese, verstehen. Was ist richtig? Was ist richtig bei dieser Übung,
bei dieser Übung sollen Sie einfach also die richtige Antwort ja wählen, okay, auswählen. Es gibt ja, man gibt Ihnen drei Vorschläge und nur ein Vorschlag ist richtig, okay? Jetzt fangen wir an. Eins. Es ist eins, zwei, drei und vier. Okay? Zu Beginn verfolgte die Entwicklungshilfe folgende Ziele. Wir haben ja A. Wir haben die Korruption zu bekämpfen. B. Die Lebensbedingungen in den Entwicklungsländern zu verbessern und C, das Wirtschaftswachstum zu reduzieren. A, B oder C? Ja, sie sagt B. Richtig oder falsch? Genau, das ist richtig. Eins, B. Okay? Zwei, warum ist die Entwicklungshilfe tödlich? Warum ist die Entwicklungshilfe tödlich? Okay? Wir haben eins, weil sie den Afrikanern hilft. B, weil sie den afrikanischen Geist nicht befreit. C, weil sie Innovationen fördert. A, B oder C? Ja? Genau, B, okay? B. B. Also, die Entwicklungshilfe ist tödlich, weil sie den afrikanischen Geist nicht befreit. Okay? Dann 3. Wie leben die Menschen heute in den Entwicklungsländern? Wie leben sie? A. Sie leben heute ärmer als vor 50 Jahren. A. B. Sie leben heute deutlich besser als vor 50 Jahren. Und C. Sie essen heute sehr gut. Ja, die richtige Antwort ist genau A. A, okay. Die Menschen leben heute in den Entwicklungsländern, also sie sind ärmer als vor 50 Jahren, okay. Ärmer. Deshalb haben wir gesagt, die Entwicklungshilfe, wozu sind sie? Wenn sie die Probleme von Afrikanern nicht gelöst hat. Okay? Ja, 4. Warum kommen afrikanische Länder trotz der Entwicklungshilfe nicht weiter? A. Weil die Unternehmer nicht viel Geld investieren. B. Weil sie Entwicklungsländer unabhängig macht. Und C. Weil sie Afrikaner mit weniger als die Dollar auskommen müssen. Genau, ja. Richtige Antwort ist A. A, weil die Unternehmer nicht viel Geld investieren. Okay? Sie wollen, es gibt Korruption im Land. Deshalb wollen sie ihr Geld nicht investieren. Hm? Man kann sie verstehen. Okay? Also, jetzt, wir sind ja fast am Ende. Testhypothesen, wir hatten ja 3 Hypothesen. 1. Worum geht es im Test? 1. Es geht um die Vorteile der Entwicklungshilfe. 2. Es geht um die Probleme der Entwicklungshilfe in Afrika. 3. Es geht um die Lösung von Bitte, es gibt hier einen Fehler und niemand hat mir gesagt. Ah, es fällt hier ein N. Oh, lieber Schüler. Okay? Also,
Es geht die Lösung von Entwicklungsproblemen. Ja, eins, zwei oder drei. Worum geht es im Text? Diejenigen, die für eins sind, bitte Finger hoch. Eins, nur eine Person. Zwei. Diejenigen, die für zwei sind. Ja, fast die ganze Klasse. Und ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf Personen. Aha, die richtige Antwort ist zwei. Okay? Die Entwicklungs-, im Test geht es die Entwicklungsprobleme in Afrika. Und diese Probleme haben wir gelernt. Korruption, Bürokratie, es gibt Straßenkinder, Hungersnot, es gibt viele, viele Probleme, liebe Schüler. Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, wir sind zu Ende dieser vierten Unterrichtssequenz gekommen. Okay? Wir haben das Unterthema Entwicklungsstrategien in den Entwicklungsländern eingeführt. Wir haben unsere Vorkenntnisse mit Hilfe von Bildern aktiviert. Wir haben einen sehr interessanten Text gelesen. Und dieser Text hat uns gezeigt, dass die Entwicklung ihre Ziele in Afrika nicht erreicht hat. Die Entwicklungshilfe hat eher viele Probleme in Afrika verursacht. Zum Beispiel Korruption, Bürokratie, Arbeitslosigkeit, Straßenkinder, Hungersnot und so weiter und so fort. Okay? Es gibt viele Probleme in Afrika. Wir sind Afrikaner. Wir sollen, also es gibt Probleme in unserem Kontinent. Wir sollen jetzt an neue Strategien denken. Okay? Jetzt als Hausaufgabe, wie können die Afrikaner sich selbst entwickeln? Machen Sie Vorschläge. Das ist ja sehr wichtig. Wie? Okay? Sie machen Vorschläge. Okay? Also, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.